Die Japaner machen Kreise. Bei denen ist Kreise ein etwas Wunderbares. Das machen also nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene. Eine Geisha zum Beispiel kann einen Kreisel auf dem steifen Rand ihres Kimono-Ärmels entlang tanzen lassen. Und es gibt, so wie es Karatemeister oder sowas gibt, gibt es also Kreiselmeister in Japan. Ja? Und einmal war hier in, das war, ja, war kurz nach der Wende, glaube ich, war eine Ausstellung mit japanischen Sachen im Fernsehturm. Und da war ein im Fernsehturm unten und da war ein Kreiselmeister. Ja, der also ein, es gibt eine Stadt, in der Kreisel besonders gemacht werden. Also Kreisel zu drechseln ist ein, eine solche. Donnert es? Nee? Ach so. Ein Kreisel zu drechseln, weil die Holzdichte nicht überall gleich ist. Das Holz ist nicht, nicht. Also große Kreisel zu drechseln ist schwierig, weil man wirklich ein großes Stück Holz braucht, das ganz überall das gleiche Gewicht hat. Kleine, da findet man natürlich eher. Ein paar Kreisel hätte ich eigentlich mitbringen können.